Ja, moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Outer Worlds. Im Moment befinden wir uns in der freien Welt auf Richtung einer Quest und erforschen ein bisschen die Gegend. Und heute treffen wir auf so einige spezielle Monster, die einfach mal so einen Namen haben. Und ich werde einfach nicht schlau draus. Warum? Schreibt es mal in die Kommentare, wenn ihr es wisst. Viel Spaß! Was bist du denn? Kakinos? Sieht irgendwie groß aus, oder? Ich meine, was zum Fick bist du? Wieso habe ich dich beim ersten Mal nicht gesehen? Kakinos. Superscope 2000. Fernkampfwaffenmod. Visier möglichst 6-fach. Alles klar, Digga. Was soll denn das denn hier? Das ist ein Skelett. Es ist der Weg, den ich vorher auch gegangen bin. Ich hätte schwören können, die sind noch tot. Da bin ich den Weg gar nicht gegangen. Ist auch ein Kakino dabei? Auf jeden Fall sehr viele große dabei. Nee, Megamantel. Oh Gottes Willen. Was läuft denn hier jetzt rum? Scheiße. Du hast nichts gesehen. Scheiße, ich wurde getroffen. Stirb doch einfach! Was ist denn hier los? Was lungern denn hier jetzt für Viecher rum? Alter, ich will doch nur hier rauf! Lasst mich doch in Ruhe! Oh. Ist das der richtige Weg? Ich glaube schon. Kinos. Das muss ich mal googeln, Alter. Ihr seid ja auch schon wieder am Leben. Oh, scheiße. Oh mein Gott. Ich hab vergessen, wo ich bin. Es tut mir leid. Oh. Am Anfang ging das ja noch endlich. So zu handeln. Jetzt sollte ich das vielleicht nicht mehr machen. Coole Aussicht. Was ist das hier für ein Ort? Gespaltener Fels entdeckt. Ich behalte mal meine Schrotflinte. Hallo? Wo kommst du denn her? Der Hammer des Olymp aufheben. Bist du eine Wissenschaftswaffe? Oder eine legendäre Waffe? Eine legendäre. So. Wäre es nicht witzig, wenn dieser Hammer von Hephaistos hergestellt worden wäre? Ist leider nicht so. Aramid Ballistics ist dafür verantwortlich. The fuck? Wo kommst du denn jetzt her? Was war das denn für eine random Aktion? Bin ich jetzt eigentlich wieder auf dem falschen Weg? Das habe ich vorher alles noch nicht gesehen. Bin hier wahnsinnig. Ich bin hier. Alles gut. Junge! Oh, was für ein Theater, das sehe ich. Okay. Haben wir mal wieder was Neues gesehen. Jetzt haben wir sogar einen Mega-Mantisaurus getötet. Jetzt haben wir jede Spezies einmal getötet. Das ist Mega-Ding, ne? Verrückt. Als wenn die jetzt plötzlich spawnen und vorher nicht gespawnt sind.
Möglich? So. Wir haben es geschafft. Könnte ich schnell reisen, wäre das Ganze natürlich ein bisschen einfacher gewesen. Aber kann ich nicht. Wo war jetzt hier der Fahrstuhl? So, erstmal Schrott verkaufen. Hast du... Willst du trinken? Nö, hast nur Helm und so ein Scheiß, ne? Na gut. Gibt's nicht noch einen anderen Automaten? Könnte echt dringend Wasser gebrauchen. Was auch immer das mit diesem Kakinos zu tun hatte. Der war, glaube ich, doch... War er heftiger als der Megasaurier? Weiß ich nicht. Kann ich nicht beurteilen. Gottes Willen, wie war denn der Weg nochmal hier? Hey! Do you hear that? It's the blessed sound of radio silence, which leads me to believe you have sweet, sweet news for me. Ja, MSI und die Ikonoklasten haben aufgehört zu senden. Sind die Daten bereit? Yes, indeed. I am back in business. Ja, nice. But before we get down to it, might I ask how you handled the problem? Hab sie alle umgebracht. Spielt das eine Rolle? I suppose not. Curiosity was always my besetting sin. And we both know I'll find out, eventually. I don't doubt that you are working with Phineas, but my contract specifies I relay any acquired information to the purchaser, and to the purchaser alone. However, to send the data, I will need your assistance in cycling the antenna's receiver, so I can input the needed adjustments. Und ich wette, ich kann wieder eine ganze Liste voller dämlicher Aufgaben abarbeiten, bis er funktioniert, wa? Ach, don't be ridiculous. We're resetting a broadcast tower, not filing taxes. There are no errands, spreadsheets or rituals involved. It's simple, truly. I merely need you to waltz outside and throw the lever to cycle the power. I'll key in the numerical adjustments from in here. Okay. Terrific. I'll be here, waiting with bated breath. Give a shout if the panel electrocutes you. Danke. Was ist hier jetzt? Anderer Ausgang? Kann ich es noch löschen? Keine Ahnung. Ich glaube, das hatten wir schon mal gelesen. Ich weiß es nicht. Gold. Ein Tresor, den ich nicht öffnen kann. Nice. Dann waren wir hier wahrscheinlich noch nicht. Aber es sah auch nicht so interessant aus. So. Welchen Weg hätte ich nehmen können, um mir das zu erleichtern? Zeigen Sie es mir über das Spiel. Achso, jetzt bin ich auf dem Dach. Testing 1-2. Check, check. Sweet stars. But that is a beautiful sound. Can you hear me? We are a go for broadcast. Oh, and I also dispatched Phineas his data. Impatient prick. Worse, I'm now indebted to him for it. Now I'll kindly thank you to get out of my tower. Ja, 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 ja. Jetzt zwing mich nicht, wieder da reinzukommen. There's no need to assert your dominance. I doubt I could make you loszumackern. Look, I am well aware that at times I may have the tiniest iota of a prickly exterior, but I must admit I have grown rather fond of you. Take care out there. What in the nebula? Wait, wait, a message just broke through. It's a Mayday. They've breached the atmosphere. Black holes. Did you see that?
Du meinst den großen Feuerball? Nee, ja, habe ich verpasst. Look, there's not enough room in this tower for two sarcastic hullheads, so one of us has to knock it off. Right. I reckon we both know who that'll fall to. Oh well, a pity for the crew, but I can't see how it affects me. Hiram? Can you hear me? Did you see that? Architect, save me from swindlers and fools. Sanjar, what are you bloody doing on my channel? Did MSI or did MSI not cease broadcasting? Yes, but... Hiram! Hiram, are you there? Jetzt kommen sie alle. Oh, wie schön, ein Wiedersehenstreffen. Gruppenumarmung. Not without a physical contact waiver. Ah, the good captain. The truth brings us together once more. Our salvation has come crashing through the stratosphere. We need only collect its weapons. Are you mad? That's a UDL gunship. You'd probably shoot your own toes off. Ihr verhaltet euch wie Kinder. Par for the course, really? You should do like I did. Get out while you still retain a shred of sanity. We could use the gunship's armaments to defend Stellar Bay, but we need its targeting module. Our message is so close to breaking free of this planet and spreading to the stars. Help us secure that module and we will save our colony. Listen, I don't care a single whit what you do, so long as you leave me out of it. Which means, get off my void damn channel! I'm more than finished with you lot. Okay, wir müssen uns also entscheiden, wem wir die Gunst geben. Mal gucken. Erstmal versuche ich hier runter zu kommen. Oh, das hat sich schon mal gelohnt. Scheiße. Auch ein kleines Problemchen, wenn ich jetzt sterbe, ne? Haha! Ich hab's überlebt. So. Mütterwiege. Erlange das Feuerleitmodul des Kampfschiffs. Sieh nach, wo das Schiff landet. Sie könnten es immer noch hinbekommen. 0 von 10 Punkten von der Monarch-Jury. Hä? Okay. Karte. Ihr seid Arschlöcher. Okay, pass auf. Dann die Unreliable. Von da aus reisen wir dann nach Hans-Dieter Will. Und von Hans-Dieter Will werden wir dann das Raumschiff holen. Das ist da, wo die richtig krassen Leute rumlaufen, wo wir auch schon mal waren und uns zurückziehen mussten. Aber dieses Mal bin ich auch ein krasser Typ. Gasgardia. Sag doch, Hans-Dieter. So, wir sind natürlich mal wieder durstig. Ich habe das Gefühl, ich mache den ganzen Tag nichts anderes als zu trinken, ne? So, haben wir einen Energy hier? Den könnte ich gut gebrauchen. Da! Gut, hat jetzt nicht so viel geholfen, aber gut. So, gucken, lebt hier alles wieder? Nein. Bin so froh, dass wir hier durchgegangen sind. Aber es tut mir so in der Seele weh, dass ich dafür Geld ausgegeben habe. Ich hätte es echt so lösen können. Hätte ich nur früher daran gedacht, die Waffen... Hörst du auf zu laggen? Achso, das war der Schatten. Alles klar, der Schatten kam nicht. Hätte ich nur früher meine Sachen aufgelevelt. Kommen die Kreaturen hier auf dieser Seite gar nicht wieder? Weil wir haben verdammt viele umgebracht hier auf dem Weg, ne? Ja, zumindest einer liegt noch hier, weil er Fleisch am Start hat. Mal gucken. Dann werde ich immer alles auf dem Weg töten, was wir noch so sehen, ne? Wo kommen die alle jetzt her? Hä? Hier war doch gerade gar nichts. Hinter mir ist frei, okay. Wollte ich nur sicher gehen.
Und natürlich eine Königin ist auch da. Ich meine, was wäre das Ganze ohne Königin? So, jetzt kommst du, kleiner Schleimer. Die waren alle gerade nicht da. Das hätte ich gemerkt. Sieht auf jeden Fall hier ein bisschen anders aus mit den Gegnern. Also sie respawnen schon, aber andere. Na gut, bleiben wir mal auf dem Weg. Gucken wir mal. Wir haben schon Schlimmeres erlebt. Also das ist der Babykram hier. Oh Gott. Das war, wäre doch ein bisschen zu knapp. Okay. Wir sollten unsere Fähigkeiten nutzen, um die Leute zu Boden zu werfen. Heißt, sie erstmal von Weitem anschießen und dann zu Boden werfen. Nicht wahr, Herr Konzerntechniker? Wir sollten uns hier auf jeden Fall umschauen. Das sieht aus, als könnte man hier richtig coole Sachen finden. Das heißt, wir laufen hier einmal kurz durch. Einmal kurz durchlaufen, alles klar, Sera. Machen nicht alle fertig. Oh, guck mal, da ist das Schiff abgestützt. Ja, durch mich doch beschwert, dass da nichts ist. Jetzt ist da was. Wirst du da langsam leben? Oder hast du eine Rüstung? Schön. Ich schaue mich erstmal da hinten um. Ich habe das Gefühl, dass hier irgendwas richtig Geiles rumchillt. Zum Beispiel der hier, der eine Menge Blut verloren hat. Okay, klar, so ein kleines Ding ist abgesperrt. Abdelung Koloss. Okay, komm da wohin, wo ich dich sehen kann, mein Freund. Der spuckt nur, ne? Tja, was machst du jetzt, mein Freund? Du fliegst auf den Boden und ich schieße dir in den Bauch. Was zum? Wo kam der jetzt her? Uff. Die sind hier echt am Revierstreit. Die streiten sich hier echt um ein Revier, ne? Oh, hallo Kollege da hinten. Und neben mir anscheinend. Okay. Ja, hau halt ab. Ups. Ich glaube, der hat keine Angst mehr. Es kommt davon, wenn man das Maul zu sehr aufreißt. So, wo bin ich jetzt genau? Ich bin hier. Schnellreise, Terra 1, Publications. War ich da schon mal? Kann sein, dass ich da schon mal bis dahin gelaufen bin, weil hier scheint doch echt ein bisschen leichtere Gegner jetzt wieder rumzulaufen. Der scheint Spaß zu haben.
Was ist das? Ne, das war ein anderes Gebäude. Oh, da will ich doch mal hingehen. Und der Raptidon sieht aus, als würde er jetzt am... Als würde er da sterben, oder? Das soll mega sein. Das ist ein Billo. Okay. Ich hab nichts gesagt. Der war ziemlich schnell. Mr. N. Was zur Hölle ist jetzt Mr. N? Dann können wir uns ja jetzt hier in Ruhe sehen. Ansatzweise. Ich glaube, bis hierhin habe ich mich mal durchgeschlichen und dann den Mega, das Mega-Viech gesehen. Und könnt ihr auch mal mit euren Mega-Scheiß-Sachen mal, keine Ahnung, ein bisschen zurückfahren? Ach, das ist das Schiff. Ich bin immer noch hier. Lol. Na gut, Megamantisaurus-Königin. Ist ja beides. So, jetzt muss ich kurz sicherstellen, dass hier nichts ist. Oh. Wieso halten die immer so viel aus? Was ist denn los mit euch? Okay. Du könntest auf jeden Fall noch ein bisschen schwieriger werden. Was haben wir denn hier so Schönes? Da, Fernkampfsteuerung? Nee, brauche ich nicht. Da, Schaden. Hallo? Hast du gerade Käfer ausgespuckt? Da schieße ich dir einfach mal in den Bauch. Da hat sie einfach mal mitten im Kampf hat sie Kinder geboren. Sprinterlauf, Fernkampfwaffenmod, Lauf verbessert die Feuerrate der Waffe. What? Krass ist denn das? Könnte ich für meinen Shotgun verwenden. Falls es geht. Oh, ich hasse euch so sehr, ne? Da oben geht's auch noch hin. Wo geht das da hin? Ah, da geht's zurück. Okay, ich hoffe, hier ist der geilste Scheiß ever. Ein Verkaufsautomat. Sehr schön. Erhöht den Schaden nach der Rüstungsdurchdringung. Ja, habe ich das schon. Vortex-Streitkolben. Ist das Plasma-Karabiner Ultra? Plasma-Karabiner Ultra. Ja, gut. Ich meine, wenn man es kaufen will. Okay, was ist Mr. N? Tech-Ausrüstung. Okay, müssen wir gleich mal gucken. Inventar, ne? Inventar. Mr. N. Ah, Waffenmod. Ändert den Schadenstyp auf Endstrahl. Was zur Hölle? Das ist ein Endstrahl. Okay, was haben wir hier noch? Großvisier, Schlägerausrüstung, Glatt- und Gradlauf. Fernkampfstreuung, Waffen, ja, ja, bla bla. Sechsfachvisier ist cool. Erhöht kurzzeitig dein Lauftempo, wenn du taktische Zeit in. Ja, so, cool. Fraglich ist nur, warum diese Mod existiert, wenn ich doch der Einzige bin, der davon profitiert. Denkt mal drüber nach. Oh ja, Wasser könnte ich gut gebrauchen. Fixgriff. Angriffsgeschwindigkeit. Endstrahl.
Fernkampfwaffenmodmagazin. Ändert Waffentyp in Endstrahl. Ich weiß nicht, was das ist, aber ich will's haben. Ansonsten haben wir noch Rüstung, ja, das ist schön. Elektrische geladene Oberfläche. Diese Mod betäubt und verletzt Angreifer im Nahkampf. Ah. Erhöht die Reichweite, ob der inaktive Objekte markiert werden. Oh. Ich will Wasser haben. Und Energy. Und das ist... Das wollte ich nicht haben. Das wollte ich haben. Viel mehr Wasser, bitte. Das. Wassertabletten ist auch ganz gut. Das nehme ich auch gerne. Oh, das kannst du behalten. Ja, nette Mod auf jeden Fall. Jetzt muss ich nur noch eine Werkbank finden, um alles zu installieren. Und dann bin ich nochmal ein bisschen krasser. Irgendwas brüllt da in der Ferne mir entgegen. Das gefällt mir nicht. Alles klar, Junge. Einfach alles versperrt mit 55. Ich bin müde am Arsch. Revolver MK2. Ach komm. Geilen Sachen sind natürlich nicht verfügbar. Revolver MK2. Was habe ich da oben ausgerüstet? Ungeziefer. Hm. Muss man mal überlegen. Aber vielleicht erstmal als nächstes Wissenschaft hoch. Konnte man hier rein oder konnte man jetzt nicht hier rein? Offensichtlich nicht. Ja, irgendwas brüllt hier doch da herum. Vielleicht finden wir das auch noch heraus. Ja, was brüllt denn da? Was brüllt denn da? Vielleicht werden wir es noch herausfinden. Vielleicht aber auch nicht. Ob wir es herausfinden, das erfahrt ihr in der nächsten Folge. Wir sehen uns. Ciao.